Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Ghost of Tsushima. Hier ist euer Don. Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde. Wir gehen hier auf eine weitere Nebenmission zu. Und zwar ist das wieder eine Geschichte von Yuna. Und das ist der Leiser Tod. Und die sollte eigentlich gleich hier in der Nähe sein. So, Yuna, wo steckst du? Da bist du ja. Sieht wie eine Festung aus. Die Mamushi-Brüder möchten nicht, dass jemand sieht, was hinter diesen Mauern passiert. Sie führen ein Sklavenlager. Du warst dort drin. Außer Taka und mir ist noch nie jemand entkommen. Wann warst du hier gefangen? Vor einer Ewigkeit. Taka und ich waren noch Kinder. Kannst du dich noch daran erinnern? An jede Sekunde. Kichisos Schläge. Mansos stinkender Atem. Und Tatsuis schmierige kleine Hände. Wir töten die Brüder und schicken ihrem Anführer eine Botschaft, damit Altan reagieren muss. Okay, so, das könnte interessant werden. Dann gehen wir mal los mit Leiser Tod. Die auch nur an Flucht denken. Die Mamushi-Brüder waren schon immer grausam, aber nie auf solche Weise. Altan bringt das Beste im Menschen hervor. Jin, ich kann das nicht. Aber ich kann da nicht wieder rein. Das musst du auch nicht. Bleib hier. Ich überbringe deine Rache. Lass sie leiden, Jin. Für Taka. Für jede unserer Narben. Für jeden Kopf eines Arbeiters, der einfach nur um mehr Wasser bat. Lass sie für mich leiden. Ich vergelte ihre Grausamkeit und töte sie. Das wird nicht reichen. Nicht nachdem Altan sie hierzu brachte. Ich töte sie im Schlaf. Ohne dass man mich sieht. Altan soll wissen, dass niemand dem Geist entkommen kann. Die Mongolen werden eine Woche nicht schlafen. Tu es. Jin, wenn wir hier scheitern, lass dich nicht lebend fangen. Okay, lass dich nicht erwischen. Lass die Wochen am Leben. Schleiche dich in das Gehöft und töte die Brüder. Okay, das ist aber nicht witzig. Das wird mühsam.
Scheiße. Ich muss 3 Ziele töten, aber ich die darf die Woche nicht. Ja, das ist nicht witzig. Könnten wir die Hauptstraßen übernehmen, die Handelsrouten beherrschen. Schaut mich nicht so an. Ich weiß, dass Alter an seinem... Der Kopf für eure Grausamkeit. Zwei Brüder. Okay. Das war jetzt Zufall, dass ich den gesehen habe. Ich denke, das ist einer von ihnen, aber der redet nicht, aber egal. Ihr verdient Schlimmeres. Jetzt euren Kopf. Ein Bruder übrig. Tut mir nichts, bitte. Ich sag es niemandem.
Ihr seid hier sicher, bis eure Peiniger tot sind. Okay, so prinzipiell, ich habe ihn zwar erwischt, aber ich wurde auch erwischt. Das heißt, das Spiel startet nun wieder von hier automatisch. Okay, so dort oben haben wir unseren ersten, dann haben wir den zweiten. Da gehe ich mal davon aus, dass der dritte in diesem Haus dort ist. Das ist jetzt nur noch eine Zeit des Timings. Thank you.
füttere ich sie mit etwas anderem. Erinnert ihr euch an Schießung? Die Vögel picken an ihren Knochen. Aber ihre Eingeweide füllen die Mongolen weg. Okay, wie kriege ich den? Das war der letzte. Jetzt wieder ungesehen zurück zu Yuna. Und auch hier wieder. Das muss wieder regnen. Das war knapp. Wir nehmen keine Sklaven mehr. Haben sie gelitten? Nicht so sehr, wie sie es verdient haben. Aber ganz Ozuna wird von ihrem Schicksal wissen. All die Gräueltaten, die sie begangen haben. Jahrelang. Ich wusste es. Aber ich tat nichts dagegen. Du kannst jetzt etwas tun. Schicken wir Altan eine Nachricht. Verfasst in Blut, bedeckt mit Pflegen. Locken wir die Mongolen raus und schicken unsere Botschaft. Ich will zusehen. Wir verstecken uns im hohen Gras. Ich werde sie rauslocken. Sieh sie dir an. Laufen weg wie feige Hunde. Davon wird Altan erfahren. Aber das reicht nicht.
Alle Sklaven auf diesem Hof kamen von einem Mann, dem Schwarzen Wolf. Dann jagen wir ihn und begraben den nächsten von Altans Freunden. Ich suche den Schwarzen Wolf an der Küste, bei seinen alten Jagdgründen. Such mich dort auf. Okay, das war es für den Leiser Tod. Und ehrlich gesagt, das ist eine gute Mission, hat mir gut gefallen.